Hallo und herzlich willkommen zu Kiras Bla. Und wer beim Community-Abend anwesend war, beziehungsweise beim 24-Stunden-Abend, der weiß, dass die Community leider um 2 Uhr nachts verloren hat. Das heißt, um 2 Uhr nachts waren die 20 Viewer nicht mehr da und dann ging es auch stetig den Bach runter. Um 5 waren wir dann nur noch zu zweit und dann habe ich auch gesagt, okay Leute, das war's. Ihr habt jetzt endgültig verloren. Gleichzeitig hat übrigens auch Akrival ihre Wette gegen mich verloren. Sie hat gemeint, sie bringt meine Community zum Sieg und das hat aber nicht ganz so klappen wollen, wie sie es eigentlich geplant hatte. Und ja, deswegen darf sie jetzt bei mir ein wenig mitcasten und deswegen darf sie jetzt auch sich die Probe-Edition von StarCraft runterladen und bei uns mit Arcade-Games spielen, obwohl sie keine Ahnung hat, wie es eigentlich funktioniert. Finde ich gut. Ja, wenn ich schon beim Community-Abend bin, dann will ich euch auch gleich sagen, dass der nächste Community-Abend nicht so wie gewohnt in 2 Wochen, sondern nächste Woche, also diese Woche dran ist. Das heißt, wir haben am 9. den nächsten Community-Abend, deswegen vergesst ihn bitte nicht, weil ihr seid gewohnt, dass es in 2 Wochen ist, aber in 2 Wochen habe ich Besuch und deswegen kann ich da keinen Community-Abend machen. Deswegen kommt der halt in. Also ich wollte euch nicht sagen, okay, der kommt in 3 Wochen, sondern der kommt jetzt diese Woche und da fängt er ein wenig später an. Auch weil Akri nicht so früh kann. Der fängt um 19 Uhr an. Also wirklich ein wenig später als gewohnt. Und dann gehen wir natürlich auch ein bisschen weiter in die Nacht. Also standardmäßig könnt ihr damit rechnen, dass wir wahrscheinlich um 22, 23 Uhr erst Schluss machen. Und wie gesagt, wir spielen Arcade Games, ihr könnt wieder mitspielen, wie immer. Aber das kennt ihr ja schon. So, das ist das eine. Das Wichtigste sozusagen. Das andere ist, dass ich jetzt bei meiner Spendenseite auch eingetragen habe, wie viel ich eigentlich noch an Geld brauche. Dann seht ihr das auch ein bisschen. Solltet ihr spenden wollen. Ansonsten, wie gesagt, werde ich ein wenig gucken, dass eben sich das auch lohnt. Also, wenn da nicht genug zusammenkommt oder so, dann gebe ich natürlich auch noch den Rest aus meiner eigenen Kasse. Aber das Mikrofon sollte schon irgendwann mal erreicht werden. Vielleicht kriege ich es auch irgendwie anders noch zusammen. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Was eventuell für euch auch interessant wäre, ist die Tatsache, dass ich jetzt am Mittwoch, Donnerstag und Freitag ich ein bisschen mehr an Content hochballern werde. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gegen morgens da meinen Bioshock casten bzw. Let's Playen und dann gegen Mittag oder so um den Dreh auch meinen Elsword ein bisschen weiter aufnehmen, gucken, dass das einfach alles klappt. Und dann werdet ihr da auch in den nächsten Tagen immer mehr Content auch vorfinden. Und eventuell fange ich dann auch schon mit dem nächsten Let's Play an. Das wäre auch noch eine Option. Aber eigentlich wollte ich jetzt erstmal Bioshock 1 abschließen, bevor ich den 2er anfange. Also, ne? Ihr wisst. Aber ich denke mal, wir kriegen das hin und ich denke mal, wenn ihr dabei bleibt und euch das alles anguckt, dann finde ich das super. Super fände ich es auch, wenn ihr da seid und bei jedem Video, das ihr guckt, das ihr klickt, einen Daumen hoch da lasst. Cool finde ich es auch, wenn ihr natürlich euch auch verewigt und ein paar Kommentare schreibt. Und deswegen denke ich mal, ja. Werde ich mal gucken, ob ich eventuell auch sowas wie
ein Endscreen oder so hinkriege, wo ihr dann auch auf die Videos verwiesen werdet, damit ihr auch die neuesten Videos alle mitkriegt, weil manche kriegen es auch nicht ganz so mit, dass da ein paar Videos dazugekommen sind. Und deswegen versuche ich jetzt das jetzt so möglich zu machen, dass ihr die auch mitkriegt. Also, dass ihr dann keine Probleme habt, wenn ihr sagt, oh, ich habe was verpasst. Das kann dann nicht mehr vorkommen. Aber wie gesagt, da muss ich erstmal gucken, wie ich das hinkriege oder ob ich vielleicht jemanden bemühe diesbezüglich. Oder ob ich sage, okay, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Also, genauso ist es übrigens mit der Homepage. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mache. Das Problem ist immer, dass ich keinen Server habe und dass ich auch kein Design oder so habe. Also wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht eventuell billig oder halt auch umsonst ein Design sozusagen machen würde, dann sagt mir doch einfach mal Bescheid. Denn ich, wie gesagt, suche immer noch danach und wir wollen ja auch irgendwann mal so eine zentrale Stelle haben, wo wir alles bündeln können. Ich denke mal, das ist in eurem Sinne. Ja, ansonsten würde ich sagen, ihr seid auf jeden Fall ziemlich cool gewesen am 24-Stunden-Cast. Das wollte ich noch kurz dazu erwähnen. Es waren teilweise gute Viewer. Also, halt von der Anzahl her. Und ich denke mal, ihr kriegt. Also, ja. Ich will einfach nur für euch auch mal einen Daumen hoch geben, was ihr für mich immer tut. Und euch sozusagen dann auch damit ausdrücken, dass ich es ziemlich cool finde, dass so viele da waren und. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir hören unseren Community-Abend und alle anderen Let's Plays. Und ja, bis dann.